So, weiter geht's mit Tales of Zelda 2. Wie schnell laden? Mein Handgelenk tut irgendwie gerade voll weh. Plötzlich, irgendwie seltsam. Ach genau, wir waren in Lorande oder so, oder sowas, glaube ich. Lorande. Deine Katzen sind zurückgekehrt. Gut. Es gab früher zwei Minen in der Nähe dieser Stadt, Vizal und Felganna. Aber beide sind mittlerweile geschlossen worden. Wie schade, besonders die Felganna-Mine war als zuverlässige Quelle für Geisterfossilien hoch geschätzt. Ich höre hier nur düt dies, düt das. Ich habe die Schnauze so dermaßen voll davon. Sie behandeln ihn wie einen Helden, aber wird er jemals zugeben, dass er den Schisma aufgehoben hat? Das will ich sehen. Soweit ich weiß, ist der Typ ein verantwortungsloser Penner. Er schadet dem Ruf seiner Stadt, er ist kein Held. Macht es Sinn, hier weiter zu forschen? Was habe ich überhaupt gerade für Quests? Liefere Tengu-Maske. Liefere Kastanten den Dritten. Kastanten. Zurückgriff wird davon gelaufen, okay. Okay. Geh schnell zur Lorande-Hütte. Wo ist die Lorande-Hütte? Your hair's a fright. Why don't I tease that out for you? I can handle my own hair, thank you very much. You don't need to fuss over me. It must be great being able to fly like that. It looks like so much fun. Oh. Warum auch immer das ein Hinterhalt ist. So, wahrscheinlich weil mein Rücken ein bisschen zu dehnen ist. Welches Level sind die Gegner überhaupt hier? 44. Moin, Wiesel. Oh, das ist cool. It is quite fun. Every now and then. Verdammt, schon wieder angegriffen. Ups, das wollte ich gar nicht. Geht's drauf, ja. Cover me.
Ich habe schon mich gefragt, wo der Gegner hin ist. Ich dachte, er sei verschwunden. Hey, you better not underestimate me. Vermittlungsfanatiker. Irgendwas wollte ich nachgucken und ich hab's wieder vergessen. Irgendwas fiel mir ein. Ach genau, ich wollte hier gucken. Okay. Irgendwo hier soll eine Hütte sein. Oder so. Oder könnte es die Hütte in der Stadt gewesen sein? Egal, ich laufe jetzt kurz zur Mine durch. Ach genau, ich wollte gucken, welches Level ich bin. 44. Optimal zum Leveln hier im Grunde. Dabei. Ich weiß gerade nicht, was das war. Bei mir von mir aus. You're so wonderful. And you're so cute and innocent. I love getting stronger. Sie ist schon strange drauf. Ah, gleich Level up sogar. Nein, Typo. Mein Verwandlungsdings, mein Chronostatus ist auf 2. Was bedeutet das? Ah, dann verwandle ich mich ganz. Ah, da steht's. Verwandlung Teil 2. Eine Verwandlung, die 2 Stufen des Chromatus-Anzeige verbraucht, versetzt Luga in einen Zustand, in dem er über verbesserte Angriffsfähigkeiten verfügt. Jeder seiner Angriffe erwehrt eine Kraftverstärkung und er kann nach Belieben mystische Arts ausführen. Das ist besonders nützlich, wenn du es mit Feinden zu tun hast, die selbst noch eine Verwandlung noch schwieriger zu besiegen sind. Auszuführende mystische Arts im verwandelten Zustand. Drücke L1 plus X und halte dann X gedrückt. Wenn du deine mystischen Arts verwendet hast, endet die Verwandlung. Warte mit dem Einsatz also am besten, bis deine Chromatus-Status-Anzeige fast leer ist, um den Art möglichst effektiv zu nutzen. Darüber hinaus verstärkt sich auch die Wirkung von Doppelwalzer. Sehr interessant. Sehr cool. Bestimmt müssen wir hier auch irgendwann noch Katzen suchen.
Hinten war auch eine Truhe, aber egal. Ich kann mich irgendwie nicht an die Höhle erinnern, so gerade. Was ist da für ein Gegner? Ah, ein Buch! Das will ich haben. Gut, dass ich geguckt habe. Wie heißt es? Gold Bakura. Schade. So. Moin, Mattes. Da kommt so ein dummes Buch. Geht drauf. Also ich glaube, das ist... Ich weiß nicht, was es darstellen soll. Für mich ist es mal ein Buch. Gar nicht so viel Schaden. Verdammt, dadurch, dass er weggegangen ist, habe ich mit dem Ball gemacht und nicht das hier. Tot. Das gab viele Erfahrungspunkte und viele Ärzte. Arzt, verbundener Arzt, Teil 2. Einfache verbundene Arzt lassen sich in folgende vier Arten unterteilen. Verbindungskanone, Verbindungssäule, Verbindungsattacke, Verbindungsschneide. Setze sie mit Bedacht ein und bilde eine verbundene Arztserie. Ja, ja, habe ich schon mehrmals gemacht. Die hat viel freigeschaltet. Was ist Zugvögel als Fertigkeit? Zugvögel, Trunks. Ah, das ist cool. Das sollte ich so nehmen. Zugvögel, wo ist das? Habe ich doch gerade gelesen und habe mich gefragt, was zum Teufel ist Zugvögel? Kresnik 2. Das sollte ich nehmen. Während ich in der Luft bin, okay. Nehmen wir jetzt mit Trunks.
Dein Kraftbeutel und Kresnik. Ich sehe es nicht. Sehr seltsam. Na gut. Nehmen wir noch das zu. Es gab hier, glaube ich, irgendeins. Habe ich überhaupt auch speziell freigeschaltet? Speziell. Ich sehe es nicht. Ich muss es wieder überlesen irgendwo. Es ist nicht da. Okay, gut. Seltsam. Dann eben nicht. Jetzt habe ich keine Punkte mehr hier. Das war auch die falsche Richtung. Habe ich noch irgendwas mit oder so. Machen wir noch das rein und sie hat noch 2 Punkte. So. Kann man bei ihr speziell aktivieren? Nö. Sehe ich nicht. Nirgendwo. Doch, da speziell. Sie hat speziell Strange. Nö, sehe ich nicht. Sehr doof. Spells hier. Gehen wir auf die 2 Spells. Der Rest ist in Ordnung. Gut, dann kurz hier gucken. Viele neue Arts gelernt, aufgewertet, klar. Katzen sind zurück. So, weiter geht's. Ups, falsche Taste.
Ja, schon tot. Hey, you did it! I guess you're not too bad. I think I got it. Sie lernt voll schnell irgendwelche Sachen dazu. Irgendwie zu heftig. Doch, ich glaube, ich kann mich doch erinnern.